Willkommen zurück im Waldtempel. Der dritte Part mittlerweile schon. So, und jetzt machen wir erstmal hier das Pflänzchen platt, damit wir hier endlich mal weiterkommen. So. Aua! Was zum? Geh ich ja mal wieder super los. So, geplättet. Mann, ich muss mal ein bisschen mehr auf meine Herzchen achten. Wenn ich einen Grabber hätte, würde ich am liebsten vom Original spielen. Da würde es nicht so derbest fies werden. Oh nein. Ich hasse diese Hände. Ich hasse sie. Scheiße, das sollte Multikill werden. Nein! Scheiße! Ich hatte doch das Schild davor. Oh Mann, oh, das darf doch nie wahr sein. Verdammt, jetzt hat es unser Blut gesaugt. Das kann doch nie wahr sein, ey. Leck mich gerne fort. So. So, Multikill. So wird's gemacht. Mann, warum nicht gleich so? So, und ich hoffe, heute hängt das Video nicht nochmal zum zweiten Mal. Ja, ich nehme jetzt schon den zweiten Part hier heute auf. Mann, denn ich habe gemerkt, der Ton, also mein Sprachton war dadurch ein bisschen verschoben. Das war derbest Kacke. Das möchte ich nicht nochmal haben. So. So, mal sehen, wie viele Geister ich heute schaffe. Im letzten Part haben wir die ersten beiden erledigt. Und ich glaube, der Weg zum dritten war auch ein bisschen lang. Mann, ich müsste es echt mal wieder auf Original spielen, damit ich es wieder ein bisschen besser weiß. Ah, und mein Ohr juckt. Ja, mein Ohr juckt. So, gekratzt. Jetzt geht's wieder. Und du, Link, du kletterst. Du hast ja sonst nichts Besseres heute zu tun. Mann, ich glaube, ich leih mir das Headset meiner Schwester mal wieder aus. Da ist der Sprachton besser. Genauso wie neulich. Da hat nämlich einer im 26. Part erwähnt, dabei, wo ich gesagt habe, oh Gott, im Kokiri-Wald ist die Hölle los. Da hat er fast Kokainwald verstanden. Ja, also das sagt, glaube ich, schon alles, nicht? Und ich glaube, ich bin hier gerade falsch. Ja, aber der bist falsch. So, wieder hoch. Ich vergesse aber auch heute die einfachsten Dinge. Woran liegt das? Liegt es am Wetter? Liegt es an der Uhrzeit? Ich weiß es nicht. Es ist mir ein Mysterium. Mann. Oder es liegt daran, dass ich mir heute diesen ollen Clip von Jack Sparrow reingezogen habe. Diesen Remix. Ich hab ein Glas voll Dreck. Ich hab ein Glas voll Dreck. Ich hab ein Glas voll Dreck. Und guck mal, was da drin ist. Nee, rat mal, was da drin ist. Ich fand das so genial. Typisch Jack Sparrow. Also ich freue mich ja, wenn der vierte Teil rauskommt. Den habe ich... Okay, ich habe bis jetzt eigentlich nur Teil 2 gesehen und den dritten, aber was soll's. Ich finde den trotzdem super. Dieses Jahr sollen ja wirklich sehr, sehr viele Viererteile rauskommen. Jurassic Park 4... Ice Age 4, Spider-Man 4 und was weiß ich noch, was alles Vierer kommt. Ah ne, Quatsch. Ice Age 4 soll ja erst 2012 kommen. Hm. Zumindest wurde es so angekündigt. Ich weiß nicht, das kam einfach mal spät nachts so ein Trailer. Scratchy. Nee, Scrat hat mal wieder seine Nuss gejagt, ist dann in irgendeinem Loch gelandet. Und dort im Mittelpunkt der Erde ist er gelandet. Auf so einer komischen Eisenkugel oder was auch immer das ist. Er rennt dann natürlich erstmal rum, weil er seine Nuss rumliegt und er nicht drankommt. Und während das Ding vor sich hinrollt, brechen wir ebenso an der Oberfläche die ganzen Kontinente auseinander. Echt genial gemacht. Sehr lustig.
Und da wurde angekündigt, Ice Age 4 kommt 2012. Also wer es noch nicht gesehen hat, der hat es verpasst. Aber wirklich verpasst. So, ihr lasst mich in Ruhe. Oh nein. Das wird jetzt schwierig. Das mit meinem Controller. Oh Gott. Okay, ich zeige euch mal, wie ich das sonst immer mache. Ich ziele von hier immer schon direkt hier drauf. Und gehe dann einfach so mit der Bewegung mit. Bei dem hier ist das jetzt ein bisschen schwierig. Ja, genau das meine ich. Das kann auch was werden. So, ich glaube, ich bleib mal so stehen. Das dürfte das Beste sein. Wir warten und warten und drehen uns im Kreis. Das macht ja so den Spaß. Wir wollen hier nicht mehr runter. So, komm Flamme. Komm. Nee. Also muss ich doch eher so zielen. Also ich hoffe, ich treffe so. Es muss treffen. Das kann gar nicht anders gehen. Und unmöglich gibt's hier nicht. Das muss gehen. So, Flämmchen kommen. Und yeah! Es geht doch! Alle guten Dinge sind drei. Und wir haben wieder einen schiefen Korridor. So. Yep. Scheiße, jetzt bin ich einmal in der Suppe gelandet. Was ist denn das hier überhaupt für ein Zeug? Nein, nicht nochmal rechts. Nee. Och man, hier ist ja gar keine Treppe, wie doof. Hey, und da sind Krüge. Herzchen und Pfeile, das kann ich gebrauchen. Ey Mann! Link, warum springst du in diese Suppe? Ist heute dein Badetag oder was? So, warten. Hep. Und hep. So. Und nochmal. Hep. Und hep. Ah, das war zu viel gepustet. Hab's jetzt ich jetzt gehört. So, nochmal ins Loch. Und befinden uns plötzlich auf einem riesen Schachbrett. Nur ohne Schachfiguren. Okay, wir sind die Schachfigur, aber was soll's. Nur, dass es hier kein Spiel ist. Nein, wir werden mal ebenso von einer Decke platt gemacht, wenn wir nicht aufpassen. Nee, da ist eine Spinne. Und überall ist hier ein Königszeichen auf den schwarzen Feldern abgebildet. Seht ihr das? Müsst ihr mir ganz genau hingucken. So, was war hier nochmal drin? Waren hier Pfeile drin? Ich glaube schon. Lucken? Ja, Pfeilchen. Kann ich gebrauchen. So, und weiter. Yeah, wir sind hier doch endlich beim vierten... Nee, beim dritten angekommen. Ich finde dieses Puzzle an sich gar nicht so schwer. Man muss nur wissen, wie man es macht. So. Der hier ist einmal rangezogen. So, schnell loslassen. Den hier weg. Ich glaube, ich muss hier noch einen hoch. So. Und ranschieben. Boah, ich weiß noch beim ersten Mal, da habe ich wie dumm gerätselt. Scheiße, wie kriegt man denen zusammen? Das ist immer dumm, wenn man es nicht schafft und sich die Würfel neu ordnen. Dann ist es nämlich noch schwerer als hier, wenn die jetzt schon so liegen. Das ist ziemlich doof. So, Hallöchen, da begrüßen wir dich. Mit einem Pfeil. Treffe ich dich? Nein, ich treffe dich natürlich nicht. Und du machst dich unsichtbar. Wie spektakulär. Boah, einmal durch die Augen geschossen.
Ich hoffe, bei Ganondorfs Phantom wird das nicht so schlimm. Mal sehen, mit etwas Glück schaffe ich es heute sogar noch bis dorthin. Und fragt mich nicht, warum ich hin und her schwenke. Ich versuche ein bisschen insgeheim zu üben. Und nochmal durchs Auge. So, ich glaube, zwei Treffer noch, dann müsste es das gewesen sein für den. Nee, das war's schon. Super. Und der Fall steckt noch da in der Ecke drin. Ganz lol. So, wir kriegen natürlich dafür mal wieder nichts. Das ist auch toll. Oh, ein Herzchen. So, Pfeile, genau das brauche ich jetzt. So, denn jetzt müsste nämlich der vierte kommen. Der vierte Geist. So, du lebst nicht lang. Das habe ich beim letzten Mal, nee, beim vorletzten Mal schon gesagt. Und wir kriegen dafür Herzchen. Wie toll. So, was sagt meine Uhr? 4 Minuten. Okay. Und da unten ist der letzte. Der holt jetzt natürlich erstmal, weil seine ganzen Geschwister hier jetzt platt sind. Meine alten Freunde, meine ganzen Geschwister sind tot, du Arschloch. Davon mache ich dich jetzt fertig. Der schafft jetzt erstmal Trugbilder von sich und wir dürfen den echten suchen. Boah, es hängt schon wieder. Mann, es hängt schon wieder. Naja, egal. Auf jeden Fall, du bist der Echte. Weg mit dir. Das ist nämlich ganz easy, denn der Echte, der dreht sich nämlich immer. So, du warst es? War, scheiße. Scheiße. Was soll denn das? Ah, doch noch den Echten getroffen. Mann. Jetzt will noch nicht mal mehr die Anvisierung richtig funktionieren. Schöner Mist. So, du bist es. Und tschüss. Weiß gar nicht, wie oft ich die jetzt hier treffen muss. Auch 4, 5 Mal? Das war jetzt 3 Mal. Nein, du bist der Falsche. Ich wollte dich anvisieren. Ah, da liegen Pfeile. Super, kann ich gebrauchen. So, du bist es. Und tschüss, Mann. Das war's sogar. Lol. Mann, und so wie ich es im letzten Video kenne, wird der Sprachsound mal wieder total verschoben sein, sodass es nicht passt. Das weiß ich jetzt schon. So, da mal bitte runter. Kellergeschoss. Die Abteilung für Käfer, Abfall und alles, was hier sonst noch vor sich hingammelt. So. Dann jetzt erstmal schön die Wände verschieben, wie auch immer das hier funktioniert. So, ich glaube 3, 4 Mal müsste ich jetzt hier hin und her schieben. Bin mir jetzt aber auch nicht so sicher. Ne, hier war jetzt zu, da muss ich gegenüber hin. Ja. Oh weh, meine Uhr. Sie sagt nur noch 1 Minute. Mal sehen, wie viel ich jetzt bis dahin noch schaffe. Also den Schlüssel will ich noch kriegen. Ach Schlüssel, was sag ich denn da? Den Schlüssel, den haben wir doch schon längst. So, ist hier zu? Hier ist zu. Da ist Spinne und da ist noch eine Skulptur, die brauche ich. So, tschüss. Ach, was mache ich denn für einen Mist? Ach, Leute. Ich sag einfach mal, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Denn meine Zeit ist jetzt um. In diesem Part. Okay, Leute. Ciao, bis zum nächsten Mal. Dann ist Endboss-Time. Tschüss.